Ich möchte auch. Ich stelle mich erstmal vor, bevor ich euch was zeige. Also, wie gesagt, mein Name ist Charlotte, also die meisten Pilotte oder Lodde oder Loddy. Ich wollte schon länger mal so Videos für YouTube drehen, bei denen man dann irgendwie so zeigt, was man macht, wo man shoppen war, wie man sich schminkt, und weil ich es auch so gerne mache, wollte ich es gerne zeigen. Viele denken so, oh mein Gott, wie viel hat die im Gesicht? Ich schminke mich, seit ich in der dritten bin. Ich muss sagen, in der Grundschule war ich ein bisschen übertrieben, da habe ich mal so Eyeshadow, ganz viel Blau drauf gemacht. Und jetzt ist es ja wirklich nur, dass ich meine Pickel abdecke, Mascara und manchmal, also eigentlich meistens Eyeliner. Und auf die Lippen mache ich nie was, ich finde das bei mir nicht schön. Ich mag sowieso lieber Naturlippen und ja, gut. Jetzt wollte ich aber auch gar nicht mehr so viel sagen. Ihr werdet mich in den nächsten Videos dann besser kennenlernen. Und ich wollte mal anfangen. Also ich war im Rheinparkcenter in Neuss. Und da war ich mit meiner Mutter und meinem Bruder mal shoppen. Und wir waren, ich kann mal sagen, wir waren bei H&M, bei Hollister, Tailey Whale, beim Vans Shop, also bei Snipes. Nein, ich glaube, das war's. Gut. Und ich habe einen leckeren Bananenmilchshake getrunken. Ja. Gut, dann fangen wir mal an mit H&M. So, vielleicht, so ihr seht die. Die finde ich richtig süß. Die sieht, also die ist so blau-weiß kariert, würde ich sagen. Hat hinten auch so süße Knöpfe. Die ist von H&M. Die hat, glaube ich, irgendwie 15 Euro gekostet. Ich finde die richtig schön. Ich weiß aber nicht, die Preise kann ich euch leider nicht mehr sagen. Nee, die kann ich euch nicht mehr sagen. Ja, egal. So, die kostet, glaube ich, so ungefähr 15 Euro, weiß ich nicht. Die habe ich mir mal geholt. Das ist das Tollste. Dann so eine Bluse. Die finde ich auch richtig süß. Die kann man dabei auch voll gut anziehen. So. Die ist weiß, die hat ein schönes Material und der Kragen ist dann so mit Spitze. Vorne sind so zwei Taschen. Darunter würde ich dann ein weißes Top anziehen. Oh Gott. Ich muss kurz gucken. Nein, ich gucke gerade Fernseher, deswegen, egal, ich mache jetzt das Video weiter. So. Das hat auch 15 Euro ungefähr. Ich sag einfach keine Preise, weil ich weiß es echt nicht. So, dann habe ich noch so Basic Tops. Einmal das, so ein blau-weiß gestreift. Eigentlich, glaube ich, ziehe das als Unterhemd an. Ich ziehe eigentlich nie so normale Tops an. Das und dann noch in Grau. So. Oh. Ja, ich weiß auch noch nicht, wie das mit den Videoschneiden geht. Das werde ich dann auch noch irgendwann lernen. Hoffe ich mal. So, dann Hollister. Ich zeige euch einmal hier dieses Top. Das ist an der Seite so ein bisschen weiter unten geschnitten. Ich mag es voll gerne. Ach. Also, das ist vorne so etwas länger als hinten. Ja, finde ich voll schön. So, dann komme ich direkt zu der Hose, die habe ich auch gestern bekommen. Die hat 60 Euro gekostet. Die lag nämlich vorne, weil sie neu mit dem... Sorry. 35 oder 40 Euro hat die gekostet, die mag ich auch voll gerne. Deswegen habe ich es auch wieder an. Dann, der Gürtel war jetzt nicht da drin, ich habe das nicht heute schon an. So. So eine helle Hose. Ich brauche immer 27, 29. Meine Freundinnen haben immer so 25, deswegen fühle ich mich dann auch immer so ein bisschen sehr dick, aber naja. Egal. So. Die hat 67 Euro kostet, sicher. Okay, vielleicht auch 64. Irgendwas mit 60, 64 glaube ich.
Und dann, also ich war gestern nicht viel einkaufen, aber ganz schön teuer eigentlich. So, dann mein neuer Lieblingspullover. Ich zieh den mal kurz an. Ich drehe mal die Kamera. So sieht das dann aus. Mit Kapuze. Ich weiß nicht, glaube ich, werde das so. Ich bin im Urlaub mit meiner Freundin Lea. Bin ich bei meinen Großeltern. Wir sind auch an der See und dann ist da immer so ein bisschen windig. Dann werde ich den wahrscheinlich anziehen. Ja, den finde ich voll cool. Ja. Da, da, da. Dann habe ich noch Vans bekommen. Endlich meine ersten Vans. Ich glaube, ihr seht mich nicht. So. Ich habe Vans bekommen, blaue, so dunkelblau. Es war eigentlich so ein Problem, die zu kaufen, weil ich so große Füße habe. Ich habe 42, 43, kommt aber halt wie die ausfallen. Aber eigentlich 42. So. Und dann gibt es die meisten immer nur, die ich dann so schön finde, gehen dann bis 40, 39. Und dann hatte ich den ganz weißen 39, muss ich dann anprobieren. Ne? Da kam ich dann nicht rein wegen diesen scheiß Füßen. Naja, gut, muss man mit denen. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt blaue, die finde ich auch ganz schön. Und ich bin gerade, ich glaube, ich habe noch was anderes bekommen. Ach ja, stimmt. Okay, ich habe sehr viel vergessen zu zeigen. Ich habe die ganzen Pullover vergessen. Ich habe viel mehr gekauft. So. Dann. Das ist schon, wurde schon einmal gewaschen. Halt diese Strickjacke in Grau. Die kann man immer mal irgendwie über so ein Top oder T-Shirt ziehen. 19 Euro. Dann bei Hollister. Noch so eine normale halt so mit Rot. Die ist von Primark. Ich weiß nicht, wie die jetzt hier kommt. Genau, Primark Haul wollte ich auch noch machen. Aber dann, ich glaube, ich schneide dann so Bilder da rein, wie ich die Sachen anhabe. Das ist besser. Ja, und dann noch so ungefähr mein, das ist mein Lieblings-T-Shirt. Das ist nämlich ein bisschen bauchfrei. Dann finde ich das ganz schön mit so einer langen Hose und dann beim Vans sieht das ganz cool aus. Ja. Meine Stimme. Ja, das war's. Wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt oder wie viel was gekostet hat, ich kann das gerne mal nachgucken. Oder eigentlich, wenn einem was gefällt, dann sollte es auch egal sein. Der Preis ist, Hauptsache ist jetzt nicht, man schätzt es sind 10, 15, 500 Euro oder 50. Aber ich denke, die Preise sind eigentlich ganz okay. Zum Beispiel das weiß ich noch, das hat 17 Euro gekostet, das war nämlich ein Sale. Ja, die Hosen sind ein bisschen teurer, finde ich. Die hat auch meine Mutter bezahlt. Zeige ich euch mal, wie ich mich schminke. Das mache ich dann wahrscheinlich morgen, weil ich gleich zu einem Klassenfest gehe. Ich hoffe, das Video war jetzt nicht zu lang. Und abonniert mich bitte. Ich bin noch so am Anfang. Ich wette, da stehen jetzt irgendwie so ein Abonnent oder null Abonnenten. Aber naja, jeder fängt mal an. Ne? Und ich wollte auch direkt was Tolles sagen. XX The Makeup Guru ist mein richtiges Vorbild. Ich gucke mir das echt immer an und wenn ihr was Neues hochgeladen habt, muss ich nicht direkt sagen, wartet kurz, ich setze mich hin, ich muss das Video gucken. Ja, also abonniert sie, sie ist richtig toll und die Videos sind echt Hammer. Okay. So, dann tschüssi. Noch einen schönen